So, einmal kurz gespeichert und auszusehen habe ich da meinen Orangensaft bei getrunken, was jetzt nicht so gut war. Ja, ich kombiniere hier kurz mal einmal das Ding. Nein, ich kann es nicht verstecken. Das heißt, dann müssen wir halt so agieren. Einmal anmachen und rum, rum. Einmal kurz in die Menge gehen und jedem so ein Ding in die Fresse schlagen. Mich würde ja mal interessieren, was mit Menschen passiert, wenn man das in echt macht. Das sieht bestimmt nicht so schön aus. Da kriegt man auf jeden Fall schön PP für. Für wenig Kills, viele PP. Da hinten ist auf jeden Fall die Menge der Zombies. Und da begeben wir uns mal hin. Da kriegen wir auch schön viele PP, leveln ab, kriegen mehr Leben, mehr Möglichkeiten, den Zombies zu entweichen, mehr Skill, ich will nicht sagen Shots, sondern mehr Skill Activity. Und hier einmal das hier. Auch das hält ja nicht lang. Mal gucken, was hier in diesem Mainstream Room liegt, was man kombinieren kann. Eine Batterie. Legen wir mal drauf. Und was gibt es denn noch? Eine Rocket Firework. Kann man das? Nee. Ein Lead. Ach Quatsch. Die Batterie kommt jetzt mal weg. Das hier und Combine. Damn straight. Jetzt haben wir etwas ganz Schönes, nämlich das. So. Wie das liegt auf dem Boden. Na, so eine Scheiße. Dann schießen wir jetzt mal da ein bisschen rum mit. Oh, hier ein schönes Diebsnest. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Level up. Ach, Inventory in Cry. Airhorn, ja. Bestimmt sowas Tolles. Ach, wir haben noch 51 Schuss. Da kann man wieder noch. Oh, mein Level 9 ist schon fast voll. Ah, Hilfe. Dann laufen wir hier mal kurz ein bisschen weg. Ach, da ist Sven. Okay. Hallo. Ja, bla 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 bla. Nehmen wir hier noch die Schere, das hilft. Und einen Apfel. Geld. Magazines. Sehr Magazines. Bla bla. Was bringt denn unseres? Ah ja, okay, we can go. Ja, dann sind wir auch schon Level up.
Ein Diamanten blauer. Right on. Ja, das behalten wir mal. Wir haben eh nichts Besseres. So, wo müssen wir jetzt hin? Frage ich mich. Ich denke mal ins Safe House. Ja, natürlich ins Safe House. Ich bin da auch ein. Ach ja. Können wir hier rein? Ja. Was gibt's denn hier? Ein Dildo. Plam. Ich schlag euch alle blutig damit. Ja, wir machen hier mal close. Dann können die nicht rein. So, was können wir uns denn Schwules ansehen? Ja, das Smooth. behalten wir mal. Und dann hier noch so ein SM-Jäckchen von da hinten. Ja, das ist doch schwul genug. Nice. Und was ist in diesem schönen Räumchen hier? Eine Kasse. Da holen wir wieder das Geld raus. Und hier kommt man auch raus, okay. Da ist Sombrex. Und hier so Zeug, was niemand braucht. Eine Leadpipe. Ja. Das andere, das kann man eh nicht kombinieren. Weil da hinten ist nämlich ein schöner Mainstance Room. Nehmen wir mal kurz jetzt das Ding mit. Können wir es hier auch kombinieren? Bring it on. Und hier eine Machete. Und so ein Ding. Yeah. Das können wir auch wegstecken. Dann können wir auch unseren Fla Rocket Launcher nehmen. Ja, Sven, komm mit. Und wir sind in den Polizeides Mall. Mall, ja, Einkaufshalle, bla, Dingsbums. Ja, sorry dafür. Ach, da sind auch Boxhandschuhe mit der Mach. Ja. Mal kurz Tab drücken. Sinnvoll. Gut, dass ich hier eine Map sehe. Hä, wollen die mich ver. Arschen. Spann ich mit. Ach Scheiße. Ah, gleich muss ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwas finde, was ich dem Sven geben kann. So, noch 8 Schuss. Schön verballern. Und dann war es das auch hiermit. Einmal das Bowie Knife aufgehoben. Und Gift Item. So, und weiter. Ah, 100 PP gibt es damit, das ist gut. Aber wir haben noch eine weite Strecke zum Safe House. Ach, 150 sogar. Dann ist es eigentlich ziemlich gut. Also für die Materialien, so ein Besen gibt es überall und Macheten kriegt man auch. Und 150 PP. Und weiter. Dum-dum-dum. Ich hoffe mal, dass Sven mitkommt. Und ach da können Underground Access. Ach Scheiße. Ach Scheiße. Ja, ich will doch ins Safe House und nicht dem Ding folgen. Ich bin doch ein Fail Bob. Ja. Und schön wieder raus hier.
Erstmal ins Safe House und dann gehe ich dahin. Nur. Ach, da ist ein Mail Stand Room. Gehe ich da gleich mal hin. Gucken, was es da gibt. Eine Watergun. Ein Besen. Nö, nichts Tolles. Warum kann ich diese fucking Karte nicht? Ich kann diese fucking Karte nicht öffnen. Ach, da sind Diebe. So. Ach, hier war Bow and Arrow. Wird Sven gefesselt. Ja. Dann hier noch einmal Large Soda mitnehmen. Einmal trinken. So. Da hinten gibt es noch was zu essen, einen Melon. Und nun müssen wir auch los. Dum-dum-dum. Da will ich doch gar nicht hin. Ich will ins Safe House. Aber da müssen wir durchs Casino und durchs Casino kommen wir da. Okay. Sven, komm mit. Aber das ist doch ein anderes Casino. Hey, ich werde mich so hemmungslos verlaufen. Ja, gut, eine Cutscene ist schon mal scheiße. Hey, Snowflake hungry. Was? Ich muss den Survivor retten, nicht irgendwie so eine Kacke bauen. Wer ist das? Look what I found you, pretty girl. Fresh meat. Oh, ein Tiger. Look. There's plenty of zombies around for her to eat. No! No, not zombies! That meat is rotten! It's like all her food now! It went bad! She needs meat! Fresh meat! Okay. Not zombies, but I can help. I can get her some food, some steak. No! Ich sehe schon kommen, dass wir gleich kämpfen müssen. People not been very good to me. Not like Snowflake. Snowflake, my friend. Listen. Let's talk this over. What's your name? Ja, wir sehen ja auch super aus. Hm?